Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Hearthstone Heroes Warcraft. Hier ist wieder euer Kuparius und ich bin bereit oder bereit, mal sehen. Ha, nein, natürlich bereit. Und wir können gleich in den Ranked Matches weitermachen. Come on. So, gewertet und wir nehmen mal den Druiden. Der Typ braucht auch mal Siege. Malfurion gegen Valera. Seid auf der Hut. Ich muss die Wildnis schützen. Aha, aha. Kann alles weg. Mal sehen. Naja, nicht gerade besser, aber es geht. Das Licht beschützt mich. Genau das wollte ich doch, du Lappen. Jetzt auf aufgeben. Warte, ich finde es doch ein bisschen zu laut. Das geht doch. Jetzt finde ich ein bisschen angenehmer zum Reden, weil wenn es echt laut ist, dann überdeckt es einfach meine Stimme. Ich bin Herrscher. Ich bin Herrscher. Totalität. Blut an den Händen glänzen durch Strände. Ich bin Herrscher. Okay. Ich höre mal lieber auf, Game ohne Werbung zu machen. Ich muss das Land bewachen. So, und jetzt zieht er noch eine Karte und spielt den Zwielichtdrachen. Der ist dann echt OP. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Ha, so gut wie erledigt. Der wird direkt vernichtet. Nee, so mache ich das nicht, so mache ich das nicht. Hoffentlich setzt er die ein. Ich habe keinen Bock, dass die ganze Zeit so ein Dreier hat. Yes. Verdammt. Da habe ich mich schon zu früh, da habe ich mich zu früh gefreut. Ich muss ihn spielen. Ich muss ihn einfach spielen, weil gerade so viele Karten habe ich nie wieder auf der Hand. Für den Rest des Matches, weil der. Okay, na, ich spiel gar keinen Schurken, ich Lappen. Der Druid hat eigentlich schon viel. Ach, egal.
Das Coole ist, beim Zwielichtsdrachen, der ist schon besser als der Eismund So Yeti. viele Möglichkeiten. Weil zum Beispiel, der kann halt viel mehr Leben haben, aber der hat natürlich zum Beispiel, wenn man ihn silenced oder so, dann hat er trotzdem noch ein Leben. Weil dann sein Effekt, sein Push weggenommen wird. Na gut, gut. Das ist ein gutes Zeichen, nämlich, dass mir gute Karten fehlen, dass er was machen kann. So, es läuft gut. Er hat zwar vier neue Karten bekommen, aber da habe ich wenig Angst. Ich spiele mal den Schildmeister, damit ich bestimmte Zauber von ihm ablenken kann, um dann später in Ruhe gemütlich des Uhrturms des Krieges zu spielen. Was sind hier die Spieler jetzt? Schade, dass es nicht der Azurda ist, sonst könnte ich jetzt einen Prankenhieb raushauen. Ha, so gut wie erledigt. Fuck it. Hoffentlich hat sich da die Heilung gelohnt, da wird nicht einfach gartentatet oder so. Ist ja scheiße. Mal sehen, was er jetzt macht. Dies ist unsere Stadt. Haut ab. Mein Schild für Argus! Was tun? Verdammt. Gut gespielt. Alter, wie jetzt die kommen, Alter. Das war schon fies. Das soll eine Waffe sein. Wisst ihr was? Wo soll ich zuschlagen? So, jetzt habe ich schön immens ausgewischt. Aber knapp wird's auf jeden Fall. Ich hoffe, hoffentlich habe ich ihn jetzt ihm keinen Attentat gegeben oder so. Das ist ein bisschen blöd. So viele Möglichkeiten. Boah.
Selbst wenn er zweimal Attentat hat, das würde nicht reichen. Um einen Rüstungspunkt. Das Dingo! Ja! Mein Schild für Argus! Der Typ will mich doch verarschen. Für die Wildnis. Das war's. Das musste ich aber so machen. Er hat mich gerade echt schön in die Ecke gedrängt. Jetzt müsste ich mal ein Eis bauen. Das Licht beschützt mich. What the fuck? Das Dingo! Ja! Ja, gut, dass ich noch das Pflegen gehabt habe, ey. Aber der hat mich echt schon in die Ecke gedrängt und so. Und jetzt muss ich stark auf Verteidigung gehen, wirklich. Jeden Diener, der als Gefahr ist, sozusagen eliminieren. Yes, heilende Berührung. Wo soll ich zuschlagen? Yes, ich glaube, ich drehe das hier sogar. Yes! Yes! Geil. Durch die ganzen Spots habe ich es noch gedreht. Geiler Scheiß, Mann. Geiler Scheiß. Hui. Mal sehen die Quests. So, weg. Ich klicke das weg und es bleibt einfach so. Seems legit. Dann spielen wir mit den Druiden weiter. Na 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 na. Aber lief gerade ganz gut und so. Na, lief eigentlich nicht gut, aber durch gewissen Spot-Spam habe ich's noch gedreht. Malfurion gegen Thrall. Eure Zeit ist gekommen. Ich muss die Wildnis schützen. Drüben ganz viele Oder-Karten. Verleiht plus 1 plus 1 Oder-Ruf-Panther. Na, Größe. Größe. Oder 4 plus 4 oder plus Oder plus 4 nehmen Sport. Oder. Sehr viel Oder, Oder, Oder. Anregen kann man gut benutzen, als zum Beispiel im dritten Zug halt so eine Karte zu spielen. Das war ganz cool. Oder
und zweiten Zug gleich den hier auszuhauen. Dann kann ich direkt danach ihn mit dem Mal der Natur versehen. Das war ein Fehler. Tja. Fehler geschehen. Selbst in der Natur. Warte, dann gebe ich ihn einfach. Plus 4 sind wieder 6. Ich danke euch. Ich danke euch. Ja, Stufe 16. Mein Rekord war ja Stufe 14. Leider bin ich nicht gekommen. Ah, Flammen zum Tode. Und verdammt. Gut gespielt. Ich muss das Land bewahren. Direkt erstmal silenzen, Mann. Gut gespielt. Jetzt hat er mit Sturmschild Axt geschildert. Der spielt anscheinend sehr viel den Schaman, weil Gold, ne? Goldene Waffe. Und Gold. So. Mal sehen. Panther oder den hier. Ich glaube, ich spiele erstmal den guten Druiden der Klaue, um abzuschneiden. Und ich finde jetzt meine Heilung. Gut gespielt. Wieso? Er sagt jedes Mal gut gespielt, ja, danke. Ich danke euch. Ja, noch lauter, ne? Ich danke. Ich hört man die ganze Zeit, ne? Ja. Hallo YouTube. Sagt mal kurz. Gut gespielt. Spielen wir den noch. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Spürt den Zorn der Natur. Nein. Nein, das ist kein Yu-Gi-Oh! Ja, super. Aber ich nehme gerade auf, und dann kannst du ja aber dazwischen reden, Junge. Ja, chill, Mann. Ja, familiär, ne? Koba ist schon dafür bekannt, dass die Familie immer dazwischen kommt. So, und das Fiese jetzt ist, ich gebe der guten Sylvanas einfach mal das Mal der Wildnis und dann ist er gefunden. Und kombiniere das sogar nochmal mit Hogger. Niemand darf überleben. Ich danke euch. Haha, jetzt ist Sylvanas Sport. Das heißt, du musst sie vernichten. Das heißt, es wird garantiert einer von dir abgenommen. Und ich wette, ich krieg den hier ab, den guten. Den unnötigsten. Ich wette darauf, dass ich den bekomme. Hoffentlich hat er keinen zum Silencen. Würde er jetzt angreifen, würde er sagen, scheiß drauf, ist hier jetzt Zufall, bestimmt kriegt er einen Lappen. Motherfucker!
gibst das Fick dich. Wo kann man hier Fick dich eingeben? Wo? Dafür gibt es kein gut gespielt, weil es einfach hurensöhnig war. Es war einfach hurensöhnig. Punkt. Punkt. Da gibt's nichts zu bereden. Bastard, ey. Gut gespielt. Gut gespielt. Halt jetzt die Fresse, du regst mich auf. Oh, Mensch. Solche Leute. Jetzt kannst du den Axt stopfen wird. Die Elemente werden euch verdichten. Das komme ich jetzt nicht. Also, wenn ich mir jetzt 4 Rüstung gebe. Was tun? Den werden die mir einfach vernichten. Ich dem Spott gebe plus 3 plus 2. Wird der 3 Leben haben? Das heißt, er wird einfach vernichtet und ich werde vernichtet. Das heißt, das war's. Was tun? Ich gebe mich gefangen. Drüher hat verkackt. Lappen. Mal sehen die Partlänge. Na komm, ich hänge noch eins dran. Mal sehen, wie sich der Hexmeister schlägt. Auf jeden Fall. Krieg ich mal Wildwuchs 23. 20 Heilung der Ahnen. 40, 42 Kopfnuss. Okay, los geht's. Nein. Ja, Parts müssen noch mal lang werden, Junge. Ja, aber mit dem Schnupf. Ja, ich weiß. Ja, gut. Das ist mir das. Eine neue Runde. Ich weiß. Du spielst schon eine neue Runde, weil du Digga, du kannst da einen Kampf setzen, Digga. Eure Seele so. Wird mir ja, gehören. Kann ich machen. Wir waren los. Ja, geile Scheiß. Hallo, ja. Willst du dich nicht mehr vorstellen? Jetzt, wo du schon die ganze Zeit reinredest. Okay, also. Ich bin der jüngere Cousin von Opa. Das kann ich nicht tun. Ich bin 100 jünger als er. Ich bin heterosexuell. Alter, ey. Ich spiele auf der Xbox. Core in Beats, falls mich jemand adden will. Ich spiele gern FIFA, Call of Duty und Wrestling 2014. Mit WWE 2K2. Ja, WWE 2K40. Ja. Genau, 2K40 spielt er gerne. Ja, genau. Das Licht beschützt mich. Ja, ich spiele auf der Minecraft. Aber ich bin richtig schlecht darin, weil mein Laptop einfach zu behindert ist dafür. Und was hältst du von Nintendo? Also ich zock gern, ich habe auch eine Wii übrigens. Und ich zock gern Mario und so. Ja, ich hab's gerade zerstört, aber egal. Ja, Mario Kart 8 hieß das. Ja, Mario Kart 8 ist geil, ne? Ja, und ich war ein bisschen los. Er fickt einfach, weißt du. Ist einfach so. Aha, ja, super. Danke. Ich bin stolz auf dich, auch wenn ich jünger bin als du. Ja, danke schön, ja. Danke. Ja. Da habt ihr es gehört. Alter, ich bin schon bekannt dafür, dass meine Familie jetzt halt in meinen Videos reinkommt und dazwischen redet. Meine Schwester, meine Ma, jetzt nur noch du. Dein Vater da war wohl. Nö. Für den Kreuzzug! Ihr könnt nicht. Alter, ja, Pokémon ist auch ein sehr tolles Spiel. Und
Und jetzt hat gerade Kopas Mutter ihn angerufen, weil er jetzt schon aufhören soll. Ja, super. Knappe, mir zur Seite! Bereit, mein Herr. Schließt euch uns an oder sterbt. Auf zum Schlachtfest. In einer Woche 5. Das bedeutet im Monat 20. Ja, aber es liegt daran, hier die meisten unserer Abonnenten sind hier, ja, unsere eigene Crew, aber wir haben auch schon andere Leute. Irgendwie. Ja. Grüß mal deinen größten Abonnenten. Meinen größten Abonnenten? Ja, meinen größten Zuschauer zum Beispiel. Hier. Ich soll mal Marco grüßen und Flo. Ich glaube, ihr seid die meisten, die das hier schauen, soweit ich das gehört habe. Und viel Spaß immer mit den Videos und so. Danke für das Abonnieren. Gib Abo, Fabo, alles halt rein, Bitches. Daumen hoch und so, ja, Daumen hoch. Nächstes Mal kommt noch ein Tutorial. TMI-Tag, too much information und so. Das Witzige wäre jetzt, wenn man dich eigentlich gar nicht hören könnte. Das wäre voll lol. Ihr könnt nicht vorbei. Egal. Wayne Train. Wayne Train. Fresh. Nieder mit dir. Das soll eine Waffe sein? So, gerade setze ich ihn richtig gut unter Druck mit, zum Beispiel hier dem guten Dunkleisenzwerg und den Grubenlord, und er ist schon richtig gut runtergerusht. So versucht sich hier zu verteidigen, aber kann jetzt nicht, aber ist gerade noch am struggeln, wenn wir mal ins Englisch wechseln. Versucht sich jetzt mit Spot-Spam wieder hoch, wieder sozusagen zurück ins Match zu finden. Aber das ist halt das typische Aggression-Deck. Der Spieler weiß nicht, was er machen soll. Ob soll jetzt mich angreifen. Oder gibt einfach auf. Ja! Jawohl, High Five, Mann! Yes! Ja, Mann! Ciao, Leute! Bis zum nächsten Mal! Abo, Abo, Daumen hoch! Wisst, was ich meine? Ja, ciao, Leute! Ciao. Haut rein!